Mr. Murder is on bricks. Yo Leute, was geht? Hier ist euer Freaking Unlimited Leute. Im Video heute zeige ich euch wieder einen neuen Unlimited Crypto Key Glitch. Und ja, da fangen wir am besten mal an. Also als allererstes ladet ihr euch dieses Programm runter, was ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Und dann macht ihr die täglichen Herausforderungen fertig. Aber dabei ist es wichtig, dass es eine tägliche Herausforderung ist, bei der ihr Beispiel nicht irgendwie 5 Spiele gewinnen müsst, sondern Beispiel 5 Headshots in einem Spiel macht. Das heißt, dass ihr dann die Herausforderungen im Spiel also fertig machen können, weil wenn es eine Herausforderung ist, Beispiel, indem ihr 5 Spiele gewinnen müsst, dann kriegt ihr die Crypto-Cash schon überwiesen, wenn ihr das Spiel quittet, und das wollen wir natürlich nicht. Also wenn dann eure tägliche Herausforderung abgeschlossen habt und ihr dann in dem Menü kommt, wo dieses nochmal versuchen ist, also wo die Meldung kommt, dass ihr 10 Kryptos bekommt, dann wartet ihr erstmal da und öffnet dieses Programm, was ihr runtergeladen habt, und dann, wenn ihr im Programm seid, dann nehmt ihr erstmal die ganzen Einstellungen, die ich auch verwendet habe. Ich blende euch jetzt mal einen Screenshot ein, und dann drückt ihr auf Attack und 2 Sekunden später auf nochmal versuchen, beziehungsweise auf Retry, und dann wird es ein bisschen laden und ihr fliegt aus Black Ops raus und dann habt ihr die 10 Kryptos bekommen. Wenn jetzt wieder rein in Black Ops 3 geht im Multiplayer, dann werdet ihr die Meldung nochmal bekommen mit den 10 Kryptos und dann könnt ihr es die ganze Zeit machen. Ja, das war's vom Glitch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, und jetzt würde es mich auch wirklich freuen, falls ihr diesen Kanal abonnieren könntet, weil wir stehen wirklich ganz kurz vor den 3000 Abonnenten und es würde mich auf jeden Fall echt freuen. Ansonsten Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag, ich bin raus und ciao.